mein Sohn will sich nie wieder die rechte Hand waschen. Und das kam so. Wir waren in der Stadthalle beim Wrestling. Meine Sorge, dort auf ein verbal wie zwischenmenschlich faustwatschenaffines Publikum zu treffen, was guckst du? Erwies sich zum Glück als unbegründet. Die werte Zuschauerschaft setzte sich zu gleichen Teilen aus aufgeregten Buben und ihren Eltern zusammen, die so wie ich ein wenig verlegen in ihren Sesseln herumwetzten und versuchten im richtigen Moment zu buhen, zu johlen und die selbstgemachten Fanplakate ihrer Buben hochzuhalten, weil die Buben selbst dazu viel zu aufgeregt waren. Bravo! So ungefähr muss sich jemand fühlen, der zum ersten Mal im Leben eine katholische Messe betritt und sich nun bemüht zu antizipieren, wann man sitzt, wann man aufsteht, wann man ein Kreuzzeichen schlägt, sowie und mit deinem Geiste sagt. Und mit deinem Geiste. Allenfalls beim ersten und einzigen Besuch eines Fußballmatches hörten und sahen mein Sohn und ich wesentlich mehr Gewalttätiges als beim Wrestling. So, jetzt siehst du aber die Gelbe hier. Was gibst du mir? Gelbe Karte? Dir will ich geben, gelbe Karte. Nein, da kann los, Jan. Das lag auch daran, dass Wrestling ja in Wahrheit nicht viel mit Gewalt zu tun hat. Wie man in der Halle nämlich noch viel besser als im Fernsehen mitbekommt, verhält sich Wrestling zu echter Gewalt ungefähr so wie ein Bud Spencer-Film zu einem Boxkampf. Anders gesagt, jede Meinungsverschiedenheit im BZÖ-Bezirksparteivorstand Wien-Fluridsdorf ist brisanter. Westenthaler, sag ich. Nix! Stadler! Die Tritte und Schläge beim Wrestling gehen ja vor allem in die Luft. Und wie bei den Winnetou-Spielen Bad Irgendwas, springt der Getroffene in die Luft, als würde ihn der Hieb wegschleudern, was durchaus drollig aussieht. Andererseits bekommt man in der Halle einen heiden Respekt vor den Wrestlern als Athleten. Eben weil sie extrem spektakuläre Aktionen setzen, ohne einander wirklich weh zu tun. Weil die Wrestling-Fans so nett zu Kindern sind, durfte mein Sohn ganz nach vorne und mit dem Weltmeister Triple H abklatschen. Jetzt arbeitet er zu Hause an dem Kunststück, sich die linke Hand zu waschen, ohne die rechte nass zu machen. Und mit deinem Geiste. Und mit deinem Geiste. Und mit deinem Geiste. Und mit deinem Geiste. Und mit deinem Geiste.